Jetzt haben wir offiziell. Wir haben da ein schönes Gebiet vom Bergsteigerischen, haben wir da unsere Ruhe, da gibt es eigentlich keine Wanderwege herum. Vor dem Einsatz im Gebirge ist die Teilnahme am Training obligatorisch. Rund 30 Leute sind an diesem Tag dabei. Viele von ihnen schon zum wiederholten Mal. Doch zur Sicherheit lässt Winden-Operator Thomas Penzberger den richtigen Umgang mit dem Bergesack noch einmal genau vormachen. Er weiß, dass sich schnell Unachtsamkeiten einschleichen. Vor allem in der Hektik am Unfallort. Oft liegt dieser in extrem unwegsamen Gelände, sodass nur ein erfahrener Bergwächter zum Verletzten heruntergelassen werden kann. Jeder Handgriff muss sitzen. Fehler können tödlich sein und Fehlerquellen gibt es in dieser Situation reichlich. Ruhe und Konzentration lautet auch hier die Devise. Wichtig ist, dass Sie der Retter zuerst erhält. Der Retter steht immer so beim Patienten, dass das Kopfende vom Patienten an der linken Hand ist, so wie jetzt. Die Antirotationsleine ist am rechten Fußende, Standard weiß jeder, hoffe ich. Ein Meter unter der Kufe fährt die Leine weg. Du müsstest jetzt den Einsatz abbrechen, weil das da verwurstelt ist. Acht jetzt drauf. Ist das Prozedere geklärt, wird es ernst. Eine Stunde Schwerstarbeit steht Peter Döring bevor, dann wird gewechselt. Der Winden-Operator bleibt während des ganzen Fluges draußen an der Winde stehen. Auf ihm lastet die alleinige Verantwortung für die Windenaktion. In 30 Meter Höhe werden zwei Helfer zur ersten Station heruntergelassen. Mit einer Geschwindigkeit von 0,75 Meter pro Sekunde nähern sich die Retter dem Boden. Das Zusammenspiel von Winden-Operator, Helfern und Pilot verlangt eine präzise Abstimmung. Der Winden-Operator ist das Auge des Piloten. Was unter dem Helikopterrumpf passiert, kann dieser nicht sehen. Eine fliegerische Herausforderung, vor allem wenn die Wetterbedingungen nicht so optimal sind wie heute. Die größte Gefahr für den Piloten, wenn er am Hang beispielsweise steht und eine Person reinwünscht, das sind Aufwinde, Abwinde, die vorhanden sind. Und in diesen Momenten ist wirklich höchste Konzentration gefordert und man muss wirklich aufpassen, dass da nichts passiert. Also es ist nicht ungefährlich und für mich persönlich empfinde ich es als schwierigste Fliegerei, was die Hubschrauberfliegerei angeht. Die Wand kommt bedrohlich nah. Okay, jetzt sind wir noch 1,5 Meter von der Wand weg. Ja, es geht schon. Hab schon Platz. Okay. Oberste Prämisse bei den Einsätzen ist die Sicherheit der Crew. Sollte es im Ernstfall zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten kommen, bleibt der Mannschaft nur noch die Kappung des Seils. Sollte wirklich mal der Haken verhängt sein, kann sowohl der Pilot wie auch der Windenoperator das Seil sprengen. Ich spreng jetzt oben am Hubschrauber. Und dann fällt das ganze Seil mitsamt dem Haken runter. Und im Zweifel manchmal mit den Patienten, wenn es nicht anders geht. Zweifelsfall schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Und das ist gut abgesichert, man muss da mehrere Vorrichtungen auslösen, bevor das abgesprengt wird. Zwei der insgesamt 34 ADAC-Rettungshubschrauber sind mit einer Windenvorrichtung ausgestattet. Allein 110 Windeneinsätze flogen diese im letzten Jahr. Schwierig bei dem Einsatz im Gebirge ist die Ortung der Hilfsbedürftigen. Wenn die Gesuchten sich in der Umgebung nicht orientieren können, sind die Meldungen oft diffus. Dass sie trotzdem noch rechtzeitig gefunden werden, verdanken sie meist der ortskundigen Bergwacht.
Ohne ihre Unterstützung wäre ein schnelles Erreichen des Unfallortes nicht möglich. Geld erhalten sie dafür nicht. Das sind eigentlich verschiedene Sachen. Es ist eine Kameradschaft in der Gemeinschaft, die zusammenhält. Es ist die Möglichkeit, interessante Abenteuer zu erleben. Es ist eine hervorragende Ausbildung. Und es ist halt einfach die Möglichkeit, Menschen in Not zu helfen. Und da braucht man kein Geld verdienen. Nee, der Lohn ist, glaube ich, viel genug. Wer das Abenteuer sucht, kann es hier finden. Bis zu einer windigen Höhe von 3000 Metern kann es die Helfer verschlagen. Einsätze in engen Schluchten oder steilen Felshängen fordern selbst erfahrene Retter. 40 blöd, wenn ich sage, ich hätte keine Angst. Aber in der Situation denkst du über das nicht nach. Du musst die Arbeit machen und musst so gut wie möglich machen. Angst kommt da, glaube ich, nicht. Das ist ein gesunder Respekt bei der ganzen Sache, um vorsichtig zu bleiben. Zum Transport von Schwerverletzten ist der Bergesack ein ideales Transportmittel. Er ähnelt einer mit Styroporkugeln gefüllten Luftmatratze. Ist die Luft aus dem Boden gepumpt, passen sich die Styroporkugeln der Körperform genau an und bilden einen festen Untergrund. Unterhalb des Helikopters herrschen durch die Rotationsbewegungen des Rotors starke Winde. Dieser Umstand verlangt von den Rettern und dem Windenoperator viel Geschick. Schlecht ausgerüstete Bergsteiger, übermütige Skifahrer, verirrte Wanderer oder unvorsichtige Gleitschirmflieger. Immer wieder kommt es vor, dass die Rettungsmannschaft sich in Gefahr begeben muss, weil andere allzu leichtsinnig waren. Das Leben muss man ja nicht unbedingt aufs Spiel setzen. Man ärgert sich eigentlich nicht, weil man ja die Situation, in die man da schlagartig geworfen wird, vorher nicht beurteilen kann und sieht da jetzt nur den Patienten. Und sicher im Nachhinein gibt es Situationen, wo man sagt, ja, also das hätte jetzt nicht sein müssen, wegen mangelnder Ausrüstung der Leute oder einfach wegen Fahrlässigkeit, das ist richtig. Aber im Einsatz denkt man sowas nicht. Von der Last, die an der Seilwinde hängt, spürt der Pilot wenig. Doch was bei der Übung genauestens abgesprochen ist, stellt sich in der Realität oft anders dar. Es war also so, dass vom Gewicht her in dieser Situation offensichtlich nur 2 Mann aufgenommen werden konnten oder 3 Mann von diesen 4. Wie es genau war, weiß ich jetzt gar nicht. Und beim Weggehen des Hubschraubers, wobei das schon so abgesprochen war vorher, dass noch einer oben bleibt, hat halt der 4. Panik bekommen und ist also über eine Entfernung von 2 Metern an die Kufe gesprungen und hat dabei den Hubschrauber hinten nach unten gerissen. Das ist jetzt eine ruckartige Bewegung, die natürlich, da ist es dem Piloten nicht möglich, so schnell auszugleichen. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, wo leicht was passieren kann. Das Ganze ging Gott sei Dank gut aus. Am späten Nachmittag ist alles geschafft. 80.000 Mark hat das einwöchige Windentraining den ADAC gekostet. Eine Investition, die sich lohnt. Nachbesprechung in einem nahen Wirtshaus. Bei Kaffee und Kuchen gibt es nicht nur Lob. Vom Ablauf, finde ich, waren wir unwahrscheinlich schnell heute. Es ist total diszipliniert gegangen alles. Gestern war ein bisschen Kuddelmuddel mal drin, dann haben wir länger gebraucht. Was ich dreimal gesehen habe, ich habe es vorhin früher gesagt, schaut auf eure Karabiner. Drei Karabiner waren nicht zugeschraubt im Windenhaken. Passt bis auf in Zukunft, weil das ist eure Sicherheit, ihr könnt es nicht ausfallen. Und rechtlich ist ja leider das Dumme, solange einer am Windenhaken hängt, ist der Windenoperator schuld, wenn der runterfällt. Das war's von mir. Danke fürs Mitmachen. Das Training kann die Angst, Fehler zu machen, nicht gänzlich besiegen.